Wir rennen ein bisschen zurück. Und besser ist es, ein bisschen zurückzurennen. Nicht, weil, wenn man dann im Kampf aus Versehen nach vorne treibt, den Gegner, nicht, dass dann der zweite auf mal auf einen aufmerksam wird und die dann doch zu zweit angreifen. Das wäre ja doch ein bisschen blöde. Und achso, wir können jetzt mal eben kurz was essen. Lebensenergie 26, Reisschnaps hat nichts. Hat Bier irgendeine Auswirkung? Nee, leider auch nicht. Waldbeeren haben den Lebensenergiebonus von 10, den packen wir uns mal in die Kiemen hier, zwischen die Kiemen und dann speichere ich jetzt einfach nochmal. Besser einmal zu oft als einmal zu wenig. Und dann wollen wir jetzt den letzten Scavy, den wir hier haben, auch mal eben plätten. Ups, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Mein Fehler gewesen hier, da kann der Scavy jetzt leider nichts dafür. Das tut mir leid, dass ich hier jetzt auch noch verletzt wurde. Das waren allerdings auch schon die ausgewachsenen Scavenger. Und das ist ja super. Haben wir auch geschafft, dann können wir ja mal weiter in Richtung Lager. Brückenwache, hallihallo. Hi, ich bin neu hier. Schön für dich. Das weiß ich nicht. Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Du bist ja ein Scherzbold. Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Ah, okay, ihr habt eine Aufgabe. Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Achso, den haben wir schon. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Okay, dann hatten wir hier... Sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Du bist ja witzig. Hallo. Ach, mein Lieblingssatz hier. Warte mal eben. Komm, mein Lieblingssatz. Lass mich mal vorbei. Na, komm schon. Komm, sagt mein Lieblingssatz. Lass mich mal vorbei. Nee, der war es nicht. Der kann mein Lieblingssatz nicht. Mein Lieblingssatz ist, kann ich da mal vorbei? Kann ich da mal vorbei? Gespeichert haben wir ja gerade. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal speichern. Obwohl, auf der anderen Seite, da sind drei Viecher. Spiel speichern. Zack, zack, geht ja ganz fix. Warum auch nicht? Da braucht man nicht mal eine Schnellspeicherfunktion. Das geht ja so fix hier. So, da wollen wir uns mal hier ein bisschen vergnügen mit den, was war das? Mole Rats waren es, glaube ich. Da ist einer schon. Hier, komm da raus. Hier einer. Hallo? Ja, zeig mir die Zähne. Komm zu Onkel Sommer. Komm hierher. Ja, braves Mole Rat. Na, du doofe Sau. Ganz einfach hier warten. Scheiße. Und dann kommt da auch noch ein zweiter an. Ich würde jetzt gerne was fressen. Mist, der darf mich echt nicht erwischen. Und der dritte auch noch, verdammt! War ich nicht weit genug weg, wa? Riskieren was? Ah, fuck! Mist! War so dicht dran! Die sehen aber ganz schön nett aus eigentlich, die Viecher hier. Okay, dann laden wir jetzt mal. Sind wir halt mal gestorben? Ja, ist ja gut. Jetzt darf ich den Mole-Rat-Haufen halt nochmal machen hier. Da war ich auch irgendwie nicht weit genug weg, sodass die anderen noch auf mich aufmerksam wurden. Und hätte ich vorher was gefuttert, bin ich mir ganz sicher, hätte das gereicht. Ein halber Treffer wäre es gewesen, den ich dann noch hätte investieren müssen. Das hätte gereicht. Ich versuche mal, die wirklich jetzt einzeln hier anzulocken.
einzeln heißt nacheinander, nicht gleichzeitig. Na komm schon. So, der ist auf mich aufmerksam geworden. Dann rennen wir gleich ein bisschen weg. Weiter, 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 weiter. Renn doch. Na, komm her. Das sollte jetzt aber weit genug sein. Hey, so war das nicht gedacht hier. Ich mach dich alle. Nein, der macht nicht alle. Holla, diesmal war ich nicht so gut. Ja, es ist zu Anfang auch ein bisschen schwer alles hier. Na, da wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich mal eben was futtern hier. Ich nehme jetzt auch nochmal den da. Den da. Oh, jetzt habe ich aber nicht mehr ganz viele. Habe ich nicht mehr. Und diesmal speichere ich nochmal. Das geht ja so nicht weiter hier. Die muss ich doch mal eben irgendwie platt machen. Auch bitte wieder einzeln. Ja, schön einzeln. Einzeln, schnell, komm, komm, bevor der andere. Weiter weg hier. Oh, rennt er den Baum hoch? Also die dürfen echt nicht zuerst, die Viecher. Das ist sonst echt doof, weil da habe ich im Moment, ich habe ja auch nicht so viele Lebenspunkte irgendwie bis noch nicht. Und das ist dann wirklich doof, wenn die zuerst angreifen. Da habe ich ja quasi überhaupt keine Chance. Überhaupt keine Chance. Ja, besser ist es, glaube ich, hier mal zu speichern, weil ich habe jetzt nicht so unbedingt das große Bedürfnis, hier nochmal eben zu... Habe ich da gerade ein Schwert gehört, was da gezogen wurde? Nö. Mir dachte, ich wäre so. Ich dachte, mir wäre so. Ach komm, sei ruhig hier. Zack, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das und nimm das. Zack, geht doch. Warum nicht gleich so? Das wäre ja auch für die anderen, hätte ich ja jetzt noch viel mehr Kräuter irgendwie hier zusammen. Höllenpilz. Höllenpilz macht... Reischnaps, Höllenpilz, Lebensenergie 6. Naja, im Moment haben wir noch so wenig Lebensenergie, dass sich das dann schon, dass man das merkt, wenn man da mal so ein ist, dann ist das schon... Wenn man nachher irgendwie ganz viel Lebensenergie hat, dann machen dann 6 mehr auch nicht mehr ganz viel auf. Oh, noch ein Becher. Cool, kann man verkaufen bestimmt. Gibt es hier noch irgendwas Nettes zu sehen, bevor wir jetzt hier ins Lager rennen? Oh, nö, auch nicht wirklich. Machen wir den Scavenger da hinten noch platt? Nanu, wo ist er hin? Da ist er. Ich probiere das mal, aber nicht ohne... Ich bin, glaube ich, der feigeste Gothic-Spieler überhaupt. Das liegt aber auch daran, dass Kämpfen nie so wirklich mein Ding ist. Hallo, Scavy. Hui! Ich bin schon eine Stufe gestiegen. Cool. Hey, ich bin so gut. Ich bin eine Stufe gestiegen. Ich springe vor lauter Freude. Ich kann was lernen. Lernen ist auch gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn jetzt? 10 Lernpunkte haben wir. Stufe 1, keine Gilde, 500 Erfahrung. Jetzt brauche ich wieder 1000 Punkte für die nächste Stufe. Oha, oha, oha. Noch 1000 Punkte für die nächste Stufe. Das ist ja doof. Aber okay, mühsam ernährt sich der unbekannte Held. Da sehe ich auch noch Pflänzchen. Hier einfach mal im Moment mal erstmal einfach alles mitnehmen, was so da ist. Und bevor ich jetzt da reingehe, hier kommen gleich die Höhlenpilze mal eben weggefuttert. Schade, hätte jetzt ja auch vollständig sein können. Und da machen wir mal eben vor dem alten Lager. So, noch haben wir uns ja für nichts entschieden. Da wollen wir aber jetzt rein. Sagen. Wo soll's denn hingehen? Rein. Ich will ins Lager.
Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Boah. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Genau. Gut. Du kannst reingehen. Danke. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Na gut. Hat der auch noch was zu melden hier? Was machst du hier? Ich passe auf, dass hier keiner reinkommt, der von Gomez nicht erwünscht ist. Also mach keinen Ärger, wenn du drin bist, sonst bist du das letzte Mal hier gewesen. Okay, die sind alle super freundlich hier zu mir. Ich finde das sehr schön. Ich bin ganz gerührt, wie freundlich die alle sind. Hallo Gardist. Ich will Gardist werden. Könnte noch einen guten Mann brauchen. Frischling, was? Wenn du ein Lager suchst, das dich aufnimmt, probier's doch bei den Sektenspinnern. Die nehmen jeden. Bei uns wird nicht jeder genommen, es sei denn, du willst in der alten Mine butteln gehen. Nein, ich will Feuerwehr, ich will Gardist werden. Könnte noch einen guten Mann brauchen. Frischling, was? Ja, naja, gut, bei okay. Wer hat dir das Sagen? Torus kümmert sich drum, dass alles läuft. Er ist direkt von Gomez beauftragt. Okay. Ich bin neu hier. Sehe ich. Was läuft denn so? Wer hier Ärger macht, bekommt was aufs Maul. Okay. Was verstehst du unter Ärger? Die meisten Butler bezahlen uns, damit wir sie beschützen. Wenn du dich mit einem von ihnen anlegst, lernst du uns kennen. Erwische ich dich beim Rumstöbern in fremden Hütten? Schon gut, ich hab's verstanden. Ja. So, was hatten wir denn noch? Den hatten wir noch nicht. Wie sieht's aus? Willst du Ärger machen? Nö, ich wollte nur wissen, wie es aussieht, Mann. Ende. Wo finde ich? Ach, das spare ich mir mal. So, hallo, altes Lager. Da, wie gesagt, nur der eine Turm, der andere ist umgekippt. Im Comic wird geschildert, wie es denn dazu kam. Gothic Comic. So, dann wollen wir uns mal eben hier so ein bisschen umgucken. Wen haben wir da? Das ist Baal. Was stand da? Baal Butler. Und Baal Tarzan. Nee, Taran. Okay, Baal Taran raucht irgendwas. Sieht ein bisschen so aus. Sprechen wir mal mit dem. Hi. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Baal Taran. Von der Bruderschaft des Schläfers. Ah, ja. Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier. Im Sumpfgebiet. Aha. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Ja, denn mach mal. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat sich vor 5 Jahren durch Iberion unseren Meister offenbart. Seitdem haben wir den 3 Göttern abgeschworen. Und das solltest du auch tun. Die Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen. So, so. Du siehst ein bisschen... Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Ich bin gerade beschäftigt. Aber Baal Parves müsste sich auch hier im Lager befinden. Er ist in der Nähe des Marktplatzes, auf der anderen Seite der Burg. Ich glaube, er hat dort sogar eine eigene Hütte. Okay, der ist beschäftigt. Womit ist er beschäftigt? Naja. Erzähl mir von der Lehre des Schläfers. Der Schläfer ist ein mächtiges Wesen. Vielleicht sogar mächtiger als Innos, der Gott des Lichts. Im Geiste ist er mit uns. Aber seine Macht ist noch begrenzt. Er schläft einen 1000-jährigen Schlaf. Aber die Zeit seines Erwachens ist nahe. Uns hat er auserwählt, sein Erwachen zu bezeugen und seine Lehre zu verbreiten. Denn höre, diejenigen, die sich dem Schläfer anschließen, deren Seelen werden unsterblich. Aber die, die ihm entsagen oder sich gar gegen ihn stellen, werden vernichtet werden. Aber der Schläfer ist barmherzig, okay, und gibt allen Zweiflern einen Beweis seiner Macht. Ah ja. Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Er spricht zu uns durch Visionen.
Wer seine Stimme gehört hat, zweifelt nicht mehr an seiner Macht. Wenn man das Kraut, das im Sumpf wächst, einnimmt, ist man dem Schläfer nahe und kann ihn hören. Manche sehen auch Bilder. Verstehe. Ich auch. Wie soll der Weg in die Freiheit aussehen? Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor, in der alle Novizen zusammen den Kontakt herstellen. In dieser Anrufung wird uns der Schläfer den Weg in die Freiheit offenbaren. Okay. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Cor Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Ach, ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Das geht dich nichts an. Ist ja schon gut, Mann. Ich wollte dir nur helfen. So, gut. Der ist ja offensichtlich ein bisschen... Das ist so, was der da... Alles ein bisschen durcheinander, der gute Typ. Und der da gerade auf uns zukommt, ich kenne das Spiel ja so ein bisschen, dem gehe ich mal aus dem Weg, soweit es geht. Da sage ich einfach mal, nee, dem will ich jetzt noch nicht begegnen. Wir sind ja noch genug andere Leute. Den lassen wir mal in Ruhe. Aber da unten, hallo, Gravo. Dann sprechen wir Gravo mal eben an. Der trinkt erstmal aus seiner Buddel irgendwie. Hallo? Ah. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt sich's hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Okay. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Mhm. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Hab ich mir ja gedacht. Ich hab Ärger? Nee, ich hab noch keinen Ärger. Nein, noch haben wir uns gut benommen, noch haben wir überhaupt keinen Ärger. Und, Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm? Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten, und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketty. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Okay. Auch an ihn kannst du dich halten. Okay. Wenn du meinst.